Take two. So, es geht nochmal um die Rekonstruktion. Ich war nämlich diese Woche beim Beratungsgespräch in Düsseldorf. Und was soll ich sagen? Ich habe mich da sehr, sehr wohl gefühlt. Und man hat mir nochmal die ganze Prozedur sehr, sehr gut erklärt. Ich habe hier was für euch. Ist das nicht süß gemalt? Das ist eine schematische Zeichnung der OP. aber ja, dazu erzähle ich euch gleich noch ein bisschen mehr. Also zunächst einmal war es eine Ärztin und sie hat sich erstmal ein Bild gemacht. Hat sich meine Narbe angeguckt, hat meinen Bauch einmal gefühlt und sagte, ja, da haben wir Material. Hätte ich auch vorher sagen können. Sie meinte dann auch, ja, was führt sie zu uns? Und da habe ich halt gesagt, ich hole mir eine Zweitmeinung ein. Ich hatte schon ein Gespräch und da sagte sie auch, nein, dann erzähle ich Ihnen ja gar nichts Neues. Und da habe ich nur zu ihr gesagt, naja, legen Sie mal los, vielleicht ja doch. Und dann habe ich ja auch gesagt, dass ich aus dem ersten Gespräch halt immer noch nicht so ganz verstanden hatte, wie das mit dem Tunneln gemeint ist von dem Flap. Und dann hat sie gesagt, wie Tunneln? Ich sagte, ja, er hat irgendwas gesagt, von wegen, dass er den Bauchlappen nimmt und tunnelt und oben wieder ansetzt. Und dann hat sie gesagt, ah, okay, also er trennt es nicht ab. Das machen wir nicht. Das ist eine veraltete Methode. Bei ihr ist es so, so und jetzt kommt meine schicke Zeichnung wieder, beziehungsweise ihre schöne Zeichnung. Das ist ein Oberkörper, das ist meine mastektomierte Seite, das ist die normale Seite. Hier haben wir ein Brustbein, Rippen und hier unten den Bauch mit den langen Bauchmuskeln. Darunter liegen Gefäße. Diese Gefäße brauchen wir für die Versorgung, Blutversorgung für diesen Bauchlappen. Sie trennt quasi, hier ist der Bauchnabel, also über dem Bauchnabel wird geschnitten, dieses Stück Bauch inklusive Speck wird wirklich rausgeschnitten, wird ja flexibel gemacht, also dass sie meinte, das könnte ich daneben und rausschmeißen. Das wollen wir nicht, wir wollen das dahin. Und dann nimmt sie das, präpariert dann die Blutgefäße, die werden dann gekappt nach unten hin, weil nach unten hin werden die größer und ja versorgen besser. Und dann wird das Ganze wirklich da oben hingesetzt. Die Narbe, die ich jetzt habe, wird aufgemacht. Das untere Stück an Haut wird wieder abgenommen. Hintergrund ist der, wenn sie dann das Bauchstück dort ansetzt, habe ich nur obenrum eine Narbe und unten herum verschwindet die in der Brustfalte. Um das aber hier wieder anschließen zu können, muss sie irgendwo zwischen die Rippen gehen und eventuell so ein bisschen von dem Knorpel wegnehmen, um an die Blutversorgungsgefäße zu kommen. Damit man eventuell dann dieses Blutgefäß dort oben wieder anschließt, damit dieser Hautlappen wieder versorgt wird. Das Ganze wird dann so ein bisschen unter die Haut geschoben. Sie sagte, dass die Brust dann ein bisschen größer werden könnte, ein bisschen höher steht. Das sackt aber mit der Zeit so ein bisschen ab. Da ich aber wohl, wie sie meinte, Achtung, festes Fettgewebe habe, wird das nicht so sehr viel absacken bei mir. Das wird wahrscheinlich dann notwendig, eine Korrektur-OP zu machen, wo dann Fett abgesaugt wird aus der Brust. Und in dieser OP würde mir auch eine Brustwarze neu geformt. Dazu nimmt sie halt Haut aus der Umgebung, hat sie gemeint. Welche Umgebung sie jetzt genau meinte, weiß ich nicht. Es gibt ja so Hautschälgeräte. Ob das so gemacht wird oder ob da tatsächlich irgendwas rausgeschnitten wird irgendwo, weiß ich nicht. Müsste ich nochmal genauer hinterfragen, aber ist ja auch eh erst in der zweiten OP dann. Das Stück, was sie dann zuschneidet, sähe dann ungefähr so aus. Es wird so ein Blümchen geschnitten, also so drei Blätter, nenne ich es jetzt mal, wenn ich schon von der Blüte spreche. Und die werden dann so ineinander geschlagen. Und daraus wird dann eine neue Brustwarze geformt. Und die wird dann da irgendwie eingesetzt. Das habe ich noch nicht genau hinterfragt. Da komme ich dann nochmal zu, wenn es dann soweit ist. Und in einer zweiten OP könnte man eventuell dann auch noch die rechte Seite, also die jetzt gesunde Seite, anpassen. Was natürlich schön wäre, wenn die Brüste dann gleich aussehen. Haben sie ja vorher auch getan. Wäre schade, wenn es danach anders wäre. Ja, aber das so viel zur Rekonstruktion. Und ja, wie gesagt, was soll ich sagen? Ich habe direkt einen Termin gemacht. Ich werde nächstes Jahr noch ordentlich Karneval feiern und danach geht's ins Krankenhaus.
Ja, ich, wie gesagt, habe mich da sehr wohl gefühlt. Ich habe heute auch schon einen Patientenfragebogen bekommen, wo auch sehr süß auf der letzten Seite steht, haben Sie irgendwelche Lebensmittelallergien, essen Sie irgendwas nicht, mögen Sie irgendetwas nicht aus religiösen Gründen oder weil es Ihnen einfach nicht schmeckt. Ist das nicht süß? Da wird drauf Rücksicht genommen. Das finde ich echt sehr, sehr cool. Achso, bei der OP heißt es hinterher 8 bis 9 Tage Krankenhaus. Einen Tag oder eine Nacht auf der Intensivstation, einfach weil die Blutversorgung immer abkacken kann und da muss man halt schnell handeln. Also schnell handeln heißt, wenn die Blutversorgung halt nicht läuft, ist das Teil dahin. Dann müsste man das wieder abnehmen. Ja, ach so, was ich noch sagen kann, was passiert mit dem Bauch? Man hat ja dann da rausgeschnitten, dann steht ja ein riesengroßes Loch. Ja, gut. Ich habe einen dicken Bauch, von daher ist das nicht schlimm. Der wird dann wieder, also wie, ja, wie so eine Gardine, runtergezogen. Der Bauchnabel wird hier auch herausgeschnitten. Der übrige Bauch wird drüber gezogen und dann wird der Bauchnabel wieder freigelegt und da kriegt er seinen neuen Platz. So hat sie das irgendwie erklärt. Ja, also flacher Bauch, neue Brüste. 2018 kann kommen. Nein, also es gibt natürlich immer schönere Gründe, warum, weshalb, wieso man sowas machen lassen muss. Und man muss jetzt das Positive draus ziehen. Freiwillig würde ich so eine OP niemals machen, aber ja, ich kann mir halt, also ich komme sehr gut damit zurecht, derzeit nur eine Brust zu haben. Ich finde es auch nicht schlimm, mich im Spiegel anzugucken. Ich finde es auch nicht schlimm, mich anzufassen, da wo nichts ist. Aber es geht einfach schöner und ich finde, ich muss nicht als junge Frau immer solche BHs tragen, die überall rausgucken. Und es sitzt alles auch nicht so wirklich. Es fehlt einfach was. Ja, also von daher bin ich schon sehr, sehr happy, wenn da dann wieder irgendwas, wenn da bald wieder irgendwas ist. Ja, das waren die News bezüglich der Rekonstruktion. Auch hier, wenn ihr Fragen habt, tut euch keinen Zwang an. Kommentiert fleißig. Ich werde versuchen, das alles zu beantworten, entweder direkt schriftlich oder in einem späteren Video. So, jetzt kommt Nummer 3. Bis später!